Hallöchen Leute, hier ist wieder euer Magic Bieber und ich fantasiere ja häufig über Blaster. Und der Grund, weshalb ich gerade so wie ein Honigkuchenpferd grinse, ist dieser Blaster, über den ich schon lange, lange fantasiert habe. Nämlich die Longstrike CS6 und ich habe gerade so den Fangirl-Moment. Denn ich habe mir schon lange vorgestellt, oh, der Blaster, oh, der wäre so schön, der wäre die Trophäe in meiner Sammlung. Aber ich konnte mir niemals holen, denn schon damals, ein paar Jahre vorher, als ich über den Blaster nachgedacht habe, war er unerschwinglich. Er war extrem teuer und gebraucht ist der schon extrem teuer, ne? Wenn man ihn sich neu anschaffen will, das kostet unwahrscheinlich viel Geld. Deswegen konnte ich den Blast doch niemals für diesen Kanal vorstellen. Das ist eigentlich recht schade. Und jetzt muss ich mal ganz kurz dem Christian danken. Denn, wie es hier drauf steht, er hat mir diesen Blaster geliehen, netterweise. Ich werde ihn also nicht behalten, aber für einen kurzen Moment ist er mal die Trophäe meiner Sammlung und ich liebe diesen Blaster jetzt schon. Und dank Christian, also wirklich vielen, vielen Dank, Christian, ich werde dir noch eine Autogrammkarte mit reinlegen, einfach nur mal so. Dank dir kann ich jetzt diesen Blaster vorstellen, also herzlichen Applaus an dich. Okay, zurück zum Blaster. Lasst euch von diesem blauen Farblook erstmal nicht täuschen. Dieser Blaster ist ein richtig alter Endstrike-Blaster. Das heißt, wir haben eine alte Feder drin. Der Blaster schießt so was 10 Meter weit. Ungefähr genauso wie die Longshot. Die ich lustigerweise ganz zufällig hier im Raum liegen hatte. Die nehmen verdammt viel Platz weg. Und wenn man sie übereinander hält, die nehmen beide ungefähr gleich viel Platz weg. Ist ein bisschen schwierig zu zeigen auf dem Bild. Ich habe nur einen begrenzten Einfallswinkel hier mit der Kamera. Auf jeden Fall hier zwei alte Bessies. Und die passen noch ziemlich gut zusammen. Sind ungefähr zur gleichen Zeit rausgekommen. So, richtig schön unten sortieren. Aber ich mochte die Longstrike immer sehr viel mehr. Es ist nicht irgendwie so ein topmodernes Gewehr, das ist ein richtig alter Repetier, Seitenlader, bla. Diese ganzen Waffenbezeichnungen. Ich mag diesen Blaster einfach nur wegen dem Aussehen. Seht ihn euch mal an, so eine richtig schöne Flinte. Und auch wenn er nicht besonders weit schießt, ist es schon ein ziemliches Schmuckstück. Gucken wir uns mal die besonderen Teile an. Zum Beispiel haben wir hier, na gut, Nerf-Logo. Das ist allerdings nicht in einer allzu schönen Farbe. Das sind noch diese alten Blaster, wo ich mich über diesen Farblook aufregen kann. Mit diesem Schweiß und ihren Sprührändern. Aber hier haben sie es tatsächlich auf ein Minimum getrimmt. Wir haben hier ein bisschen gelb-grün drin, was mich ein bisschen stört, aber das geht eigentlich. Ansonsten dieser blau-orange Farblook, an den müssten wir uns alle gewöhnt haben. Damals war es noch irgendwie was Neues. Und ich mag besonders diesen Griff hier hinten, welcher dieses alte Lieblingssilber hat. Alte Hasen auf diesem Kanal, von denen es sicherlich noch viele gibt, müssten noch wissen, dass ich mich immer über dieses, dass ich dieses Silber geliebt habe. Und jetzt hat es endlich ein verdientes Comeback mit diesem besonderen Blaster. Ich freue mich wie Hucke freue ich mich. So. Wir haben hier eine Schulterstütze, die bereits integriert ist. Normalerweise müsste man diesen Blaster zusammenbauen, also die Schulterstütze reinklacken. Dieses Privileg habe ich jetzt nicht, weil neu den Blaster anschaffen ist echt schwierig. Deshalb stellt euch einfach mal vor, ist drin. Gut, jetzt können wir das mal kurz ausprobieren. Die ist auch relativ lang. Das ist eigentlich genau die richtige Länge für mich. Und das ist ein bisschen paradox, denn eigentlich müsste man sich über eine bestimmte Zeit lang verbessern. Nein, Nerf hat sich an der Stelle ein bisschen verschlechtert, denn die Schulterstützen heutzutage sind viel zu kurz geraten. Wahrscheinlich um Plastik zu sparen, aber hier, dieser Blaster. Perfekt. Außerdem hat das hier ein kleines Gimmick, nämlich kann man hier Magazine reinpacken. Nicht eins wie bei der Longshot, nein, zwei Stück. Die passen hier hinten rein, das kann ich sogar mal demonstrieren. Hier ein 6er Magazin. Man nimmt es sich und packt es hier von unten rein. Perfekt. Außerdem hat das hier eine Besonderheit. Man kann dieses Magazin sogar noch laden, während es da drin steckt. Das ist sehr geil. Einfach so Sachen vom Boden aufheben. Am besten ist es nämlich, wenn man mit drei Magazinen rumläuft. Eins ist übrigens mitgeliefert. Hier. Wenn man mit dreien rumläuft und immer eins leer schießt, während man die anderen auffüllt und hier drin lagert. Außerdem bildet das ein gutes Gegengewicht, sodass hier hinten noch ein bisschen Gewicht ist und der Blaster nicht so kopflastig ist. Sehr praktisch. Längere Magazine reinzupacken würde ich übrigens nicht empfehlen. Selbst wenn sie reinpassen würden, müsste man ja irgendwie noch an den Griff kommen und das wäre hier natürlich schwierig. Blöd wäre, wenn man gar nicht erst an den Abzug kommt. Da könnte man die ganze Munition da gar nicht verschießen. Also bleibt bei den 6er Magazinen. Eines haben wir übrigens mitgeliefert, das ist nämlich hier drin und das bekommen wir hier mittels dieses kleinen Schalters raus. Und der sieht noch ein bisschen anders aus, als man das gewohnt ist, aber das Prinzip ist dasselbe. Einfach dran ziehen und das Magazin rausnehmen. Das habe ich dann nochmal gefüllt mit diesen alten Streamline-Darts, die ich noch rumliegen hatte. Meine Fresse, sehen die alt aus. Es sind auch schon ein bisschen abgeranzt, die habe ich damals noch benutzt. Und man merkt übrigens auch, dass dieses Magazin nicht halbtransparent ist, wie man das eventuell gewohnt ist. Das ist tatsächlich noch die alte Version. Hier hatte man dann immer so eine kleine Lücke, da konnte man durchsehen und dann zählen, wie viele Pfeile drin sind. War überhaupt nicht gut gelöst, aber für damalige Verhältnisse recht cool. Das packen wir dann hier rein und um den Blaster zu laden, müssen wir erstmal hier diesen Bügel nach hinten ziehen. Das ist auch der Lademechanismus, den ich schon damals so cool fand. Das heißt, man zieht es hier zurück. Das Magazin kommt hier unten rein. Darauf aufpassen, dass die Munition nicht rausspringt. Das kann Ladefehler verursachen. Rein und dann Bügel nach vorne. Jetzt könnten wir sogar schon rumfeuern. Das werde ich mal schnell ausprobieren. Der blastet ungefähr so eine. Das hat ungefähr so eine Flugbahn. Ja, müssen wir später mal beim Schusstest ausprobieren.
Da muss man aber auch dazu sagen, dass die Streamline-Darts nicht die besten sind. Die fliegen nicht halb so gut wie echte Elite-Darts. Also wird nochmal spannend. Und auch wenn die Reichweite nicht die beste sein wird, das kann ich euch versprechen, haben wir natürlich ein Zielsystem, denn es ist ein Scharfschützengewehr. Dazu ist es ausgelegt. Hier haben wir nämlich eine Kimme, hier zu sehen, und hier vorne ein aufklappbares Korn. Das sieht man dann hier. Einfach hier drunter greifen und aufklappen. Ich mag sowas. Man hat die Möglichkeit, etwas zu benutzen, muss es aber nicht. Und das ist tatsächlich eine super Version. So, mal sehen, ob man damit zielen kann. Das Problem, das ich jetzt hatte, war, wenn ich hier meine Wange auflege, hier übrigens eine super Wangenauflage, dann bin ich so nah an dieser Kimme dran, dass es mir überhaupt nichts bringt. Das ist das, was ich daran anzweifeln würde. Aber man kann natürlich noch was draufbauen, um diesen Fakt zu umgehen. Wir haben hier nämlich eine Tactical Rail, hier eine Tactical Rail, hier eine Tactical Rail und hier unten eine Tactical Rail. Und dieser Blaster hatte eigentlich auch ein richtig geiles Klappvisier, das man draufpacken konnte. Hat der Christian mir jetzt leider nicht mitgeliefert. Schade an der Stelle, aber es war auf jeden Fall eines der geilsten Visiere, die ich jemals erlebt hatte. Hatte ich ja schon bei der Recon dabei. Konnte man aufklappen und in der Höhe verstellen richtig gut. Schon damals mit der begrenzten Technik sehr effektiv. Könnte man dieser heutigen sogar nochmal benutzen. Also Nerf, falls ihr das hier seht, macht auf jeden Fall nochmal sowas. Aber, habe ich die ganze Zeit hinterm Rücken gehabt, kann man auf jeden Fall noch was anderes draufbauen. Zum Beispiel hier, das ist das Visier von der Longshot. Und das passt thematisch und von der Farbe sehr gut. Allerdings nicht unbedingt auf diese Tactical Rail, denn seht euch das mal an, wenn ich jetzt hier anlege. Ach, genau vor den Augen. Eigentlich recht gut, aber mich stört's. Deswegen können wir das hier vorne drauf packen. Sieht auch noch gut aus und funktioniert besser. So, jetzt kann ich gut zielen, aber weiß ich dann auch, ob der Blaster geladen ist? Das kann ich ganz einfach nachgucken, hier hinten, während ich den Blaster anlege. Hier haben wir nämlich, mal sehen, ob man das sieht, so, eine kleine Ladeanzeige. Wenn ich jetzt also lade, dann wird das hier orange und ist sogar noch von dieser Position perfekt zu sehen. Ich brauche nur mal kurz, so, ja, ist geladen, ich kann loslegen. Und wenn ich jetzt eine Ladehemmung gehabt hätte, dann könnte ich diesen Blaster ganz einfach wieder funktionstüchtig machen, indem ich hier diese Ladeklappe nach hinten ziehe. So können wir sogar noch einmal in die Maschinerie des Blasters hineingucken. Sehr schön. Und hier vorne dieser richtig lange Lauf, der kann auch wieder abgebaut werden. Tada! Jetzt sieht der Blaster zwar ganz schön bescheuert aus, aber man kann ihn leichter verstauen. Und wenn wir es wieder ranbauen, können wir hier unten an dieser Tactical Rail auch ein Zweibein oder einen Griff dran bauen. Ist alles möglich, aber wie gesagt, dazu mache ich nochmal eine extra Episode. So, gleich wollen wir zum Schusstest rausgehen. Ich sage nochmal schnell meine Meinung dazu. Ich liebe diesen Blaster. Auch wenn er nicht mehr zeitgemäß ist, sieht er einfach super aus. Wir haben eine Menge kleine Details drin im Design. Und er ist an sich einfach nur ein richtig cooler Blaster. Theoretisch wäre auch ein Bajonett für hier ziemlich cool. Naja, also wenn ihr diesen Blaster mal auf dem Flohmarkt seht oder günstig bei eBay oder so, schlagt auf jeden Fall zu. Selbst wenn ihr nicht so besonders Nerf-begeistert seid, kauft ihn euch und verkauft ihn mir dann für einen sehr, sehr günstigen Preis. Ich wäre euch sehr dankbar. Jetzt allerdings probieren wir diesen Blaster im Praxis- bzw. Schusstest aus. Viel Spaß dabei! Heute kommen mal wieder diese weißen Pfeile zum Einsatz, also diese Modulus-Pfeile auf dem Niveau der Elite-Pfeile und dann legen wir gleich mal los. Und wir haben noch ein zweites Magazin mit dabei, kurz verstauen. So, und hier sind dann ein paar dieser Echo-Strike-Pfeile mit dabei. Gleiches Prinzip. So, mal nachgucken, wo die alle gelandet sind. Gut, wir haben also hier, warte mal, so kann ich schon anzeigen. Wir haben hier also zwei bei ungefähr 8,60 Meter, das sind die gerade geschossenen. Dann hier die gerade geschossenen Echo-Strike-Pfeile von 9,50 Meter bis 9,90 Meter. Dann haben wir hier noch einen Modulus-Pfeil bei 11,60 Meter. Acro-Strike bei 13 Meter. Hier noch ein paar bei 13,40 Meter. Der weiteste geschossene Acro-Strike-Pfeil, der ist bei 14 Metern gelandet und hier haben wir den nächsten, nämlich hier den weitest geschossenen Pfeil bei 15,20 Meter, 30, so eine Art. Ja, und vielleicht haben es einige gemerkt, ich habe nicht wie üblich auf dem Rasen geschossen oder so, nein, sondern hier an einer neuen Location. Das ist wegen dem ganzen Wind und wir mussten uns hier so eine Wand suchen, weil halbwegs windstill.
Ist auch alles ein bisschen anstrengend heute. Nun gut, wir haben also die Schussleistung gesehen, die war nicht allzu berauschend, eben typisch Endstrike-Niveau. Und das ist eben nicht mehr zeitgemäß. Der Blaster ist eben auch nicht mehr richtig zeitgemäß. Dafür ist er eben richtig cool. Ich habe meine Meinung bereits dazu gesagt. Also, wenn man so ein Ding ergattert für einen halbwegs günstigen Preis, kann man es auch nochmal mit einer Blaster-Parts-Feder tunen. Mal sehen, was daraus werden könnte. Ich gebe es auf jeden Fall dann an Christian zurück. Nochmal vielen Dank dafür, dass du mir das geliehen hast. Und dann würde ich sagen, das wäre es auch zu diesem Blaster und zu diesem Video gewesen. Wir sehen uns bei einem weiteren Video. Das gibt es nämlich am Sonntag um 9 Uhr. Da gibt es den weiteren Blaster. Bis dann, macht's wild und beißt euch durch, euer Magic Beaver. Ciao.